Bike Infection 2010 in Kaprun. Zum fünften Mal ist die Region Zell-am-See Kaprun drei Tage und Nächte Treffpunkt des nationalen und internationalen Bikesports mit spannenden Radbewerben und atemberaubenden Shows auf zwei Rädern. Am ersten Tag ist das Ortszentrum von Kaprun Schauplatz des mit 7.500 Euro dotierten XC Battle. Am Start sind Biker aus sieben Nationen, unter anderem der Niederländer Bart Brentjens, ehemaliger Olympiasieger von Atlanta, die Schweizer Sprintrakete Thomas Litscher sowie der Vorjahressieger Österreichs Mountainbike U23 Staats- und Europameister Daniel Federspiel. Die 400 Meter lange Strecke im Ortszentrum von Kaprun präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder spektakulär und sehr anspruchsvoll. Neu in diesem Jahr der erhöhte Start. Diesen nutzen die Fahrer optimal aus, um den ersten Anstieg mit Schwung zu bewältigen. Einmal Deutschland, einmal Belgien und einmal Schweiz, auf geht's. 400 Meter. Neben den Rampen, Stufen, Sprüngen, Wassergräben und Kurven haben die Athleten heuer mit einem nicht programmgemäßen Hindernis zu kämpfen, dem Salzburger Schnürlregen. Dennoch trotzen die Teilnehmer dem Regen und sie bieten den zahlreichen Zuschauern entlang der Strecke spannende Rennen in der Elite und der Sportklasse. Um wie viel schwieriger der Regen den Kurs macht, müssen selbst Topfahrer zur Kenntnis nehmen, wie hier der Österreicher Wolfgang Karner, der in seinem ersten Lauf an zweiter Stelle liegend durch einen Sturz alle Chancen auf den Einzug ins Finale vergibt. Eine bittere Niederlage muss die Mountainbike-Legende Bart Brentjens einstecken. Ein schlechter Start und eine zu verhaltene Fahrweise zu Beginn des Laufs machen dem Mountainbike-Olympiasieger alle Hoffnungen auf einen Finaleinzug zunichte. Die perfekte Streckendosierung finden Vorjahressieger Daniel Federspiel, der gleich im ersten Lauf wieder seine Favoritenrolle unterstreicht. Daniel Federspiel im Vorlauf. Der Schweizer Shootingstar Lukas Kaufmann. Dessen Landsmann Christoph Bischoff, der beherzt kämpfende Österreicher Gerald Burgsteiner, der Vorjahresdritte Marco Schätzing aus Deutschland und der U23-WM-Bronzemedaillengewinner Thomas Litscher aus der Schweiz. Sie alle können sich über den Einzug ins Finale freuen. Grund zum Jubeln hat auch wie schon im Vorjahr der Österreicher Peter Deppner. Dessen Landsmann Gregor Rackl liegt im Finale der Sportklasse bis zur vorletzten Runde in Front. Gregor Rackl hat Pech, er fällt nach einem unglücklichen Reifenplatzer zurück und das Feld ist frei für Vorjahressieger Peter Deppner. Er gewinnt das Rennen vor Maxim Meyer aus Deutschland und Michael Meyer aus Österreich. Der Regen wirkt sich nicht nur auf den Verlauf des Rennens aus, auch die Zielkamera ist dem anhaltend starken Regen nicht gewachsen und zeigt den Zieleinlauf in etwas ungewöhnlichen Farben, bevor sie endgültig WO gibt. Wir steigen wieder mit einer Ersatzkamera direkt im Finale der Elite ein. Nach dem Start geht zur Freude der österreichischen Fans der Titelverteidiger Daniel Federspiel in Führung. Aber bereits in Runde 2 schafft die Schweizer Sprintrakete Thomas Litscher den Anschluss. Der Schweizer heftet sich an das Hinterrad des 23-jährigen Tirolers und sorgt für ein packendes Finale. Litscher gelingt es, Federspiel zu überholen und der Schweizer geht als Führender in die letzte von 6 Finalrunden. Nach 4 Minuten und 55 Sekunden fährt Thomas Litscher mit nur knapp einer Sekunde Vorsprung auf Daniel Federspiel als Sieger des XC Battle 2010 über die Ziellinie. Dennoch ist die Freude bei Vorjahressieger Daniel Federspiel über Platz 2 und dem drittplatzierten Marco Schätzing groß. Einmal heute war es brutal schwierig. Durch das, dass es geregnet hat, ist die Strecke wirklich anspruchsvoll geworden. Jetzt waren die Vorläufe schon wirklich zart. Die haben wir heute nicht so leicht, denn wir sind schon immer. Und im Finale, ja, Thomas ist schon vorhin eingewiesen. Thomas ist fast unschlagbar und er hat seine Stärke bewiesen. Und ich bin auch mit dem zweiten Platz richtig zufrieden. War viel Regen. Die Strecke war relativ glatt, aber das gehört halt zum Mountainbike dazu. Ist kein Hallensport. War also, man musste kontrolliert fahren, aber super. Macht Spaß und wenn es dann gut läuft, ist es natürlich noch besser. Letztes Jahr bin ich auch schon mal gefahren, bin Dritter geworden
Und heute konnte ich, war eigentlich auf dem vierten und konnte noch auf dem, mich auf dem dritten retten in der letzten Runde. Saugeil. Und noch etwas ist neu in diesem Jahr. Den beiden Siegern wird in einer wahrlich königlichen Zeremonie der Titel King of XC Battle verliehen. Wie schön ist dieser Sieg heute? Ja, ist ein ganz besonderer Sieg, weil ich bin halt da jetzt da knapp 40 schon und hätte eigentlich damit nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Eher so mit dritten, vierten Platz. Habe ein bisschen Glück gehabt durch einen Defekt, durch einen schweren von Gregor. Und die Jungen haben natürlich sehr viel Kraft, viel Spritzigkeit. Auch die Technik ist natürlich viel besser geworden als in den letzten Jahren. Starke Beteiligung dieses Jahr, trotz den schlechten Wettern. Wahnsinnig tolle Veranstaltung mit den ganzen Zuschauern. Sensationelle Geschichte. Ja. Großer Sieger beim XC Battle 2010 aus der Schweiz, Thomas Litscher! Ganz ein kurzes Resümee zum Rennen. War ein geiler Event und ich komme nächstes Jahr gerne wieder. Hat Spaß gemacht. Was war heute die Schwierigkeit, außer dem Federspiel zu schlagen? War sicher noch die Kälte, war ein bisschen kalt. Geht in die Beine, wenn es so kalt ist und einfach keinen Defekt haben.